Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Quick-Tipp. Heute möchte ich Ihnen eine Funktion zeigen, die in der 1847 in das System hineingekommen ist. Und zwar hatten wir ja in den vorgehenden Versionen ja schon hier diese Werkzeugweg-Animation außerhalb der Operation. Das heißt, wir klicken hier, markieren hier die Operation, sehen hier die Wege schon angezeigt und können jetzt hier die Werkzeugweg-Simulation laufen lassen. Die Funktion, die jetzt hinzugekommen ist, ist, dass wir auch den dynamischen Spanabtrag an dieser Stelle mit anzeigen lassen können. Bisher war es ja jetzt eben so, wir konnten nur die Wege abfahren und konnten sehen, wie das Werkzeug sich hier bewegt. Jetzt können wir auch über diesen Punkt IPW anzeigen, den dynamischen Spanabtrag an der aktuellen Stelle uns anzeigen lassen. Also ich schalte es nochmal aus, lasse das Werkzeug mal hier irgendwo an einem Punkt hinstellen und sage hier IPW anzeigen und ich sehe den Spanabtrag bis genau zu dieser Position. Das gleiche geht dynamisch. Ich kann also hier über WLAN geben, das Werkzeug laufen lassen und sehe, wie der Spanabtrag hier dargestellt wird. Wenn ich jetzt mal hier auf Pause drücke und lasse das Werkzeug nochmal rückwärts laufen, sehen wir jetzt hier, dass der Spanabtrag hier jetzt so bleibt, wie er war. Der wird also jetzt nicht aktualisiert. Möchten wir aber den aktuellen Spanabtrag wieder sehen, einfach einmal das IPW ausschalten, wieder einschalten und wir haben wieder den aktuellen Spanabtrag. So können wir jetzt auch die 3D-Dynamik im Prinzip schon außerhalb der Operation angucken und müssen nicht extra in die Operation reingehen. Zusätzlich können wir das IPW auch noch anzeigen lassen, also das resultierende IPW. Dazu können wir hier oben auf dem Punkt IPW auf das Dropdown-Menü gehen, auf 3D IPW anzeigen und sehen hier das resultierende IPW nach unserer Operation. Ich hoffe, mit diesem kleinen Tipp konnte ich Ihnen wieder ein wenig weiterhelfen. Ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal auch wieder mit dabei wären. Und geben Sie einen Daumen rauf, liken Sie uns, besuchen Sie uns auf Facebook, besuchen Sie unsere Webseite und bis zum nächsten Quick-Tipp. Schönen Tag noch!